Startups bringen einfach Geschwindigkeit, bringen völlig neue Sichtweisen, bringen einfach ein anderes Denken und einen anderen Zugang und können gemeinsam mit der Industrie einfach für neue Geschäftsfelder sorgen und da verschiedene Formen der Kooperation anstreben und eine Skalierung schaffen für die Industrie. Wir als Sparkasse Oberösterreich und Erste Bank veranstalten die Glauben dich Challenge, weil wir so Gründer vor den Vorhang holen wollen. Der Button digitalisiert Kundentermine. Das heißt, wir übernehmen für Dienstleister die Terminvereinbarung, die Abwicklung der Kundentermine über Video und die direkte Bezahlung und Rechnungslegung. Aktuell wird weltweit Beton und neue Betonmischungen per Hand getestet, gemischt, getestet, gemischt. In unserer Software wird dieser ganze Prozess digitalisiert. Wir haben eine Software für Industrie- und Handelsunternehmen entwickelt, die sehr genaue Prognosen macht, zum Beispiel Demand Forecasting. Wie viele Artikel werden verkauft werden, weltweit für das nächste Geschäftsjahr? Ab Nano haben wir gesehen, die haben Potenzial, auch ein Produkt, das greifbar ist, die auch bereits am Markt präsent sind, die bereits verkaufen. Das war auch für uns ein wichtiger Punkt. Wir wollten da heute wirklich auch ein innovatives Technologieunternehmen wählen und ich glaube, das haben wir geschafft. Es war ein sehr knappes Rennen, wo man gesehen hat, dass der Pitch eben schon noch sehr viel zählt und das hätte ab Nano fast auch den Sieg heute gekostet. Ich wollte sogar die Entscheidung mitnehmen ins Publikum und das Publikum entscheiden lassen. Da bekam ich dann sozusagen ein No-Go, das geht nicht, die Jury muss sich hier entscheiden. Und dann ist es ganz knapp ab Nano geworden. Wir entwickeln und verkaufen hochauflösende 3D-Drucker. Das ist ein Verfahren, mit dem man Mikrobauteile herstellen kann. Dass man sich das ein bisschen bildlicher vorstellen kann, das ist dann öfters dünner als ein menschliches Haar. Und das halt mit einer sehr hohen Präzision und hohen Toleranzen. Wir werden unser Bestes geben nächste Woche beim 4 Game Changers Festival. We'll be right back.